Ausgabe Nummer 4 von der Wochenschau. Heute sind wir an der Außenstelle Geildorf. Hier ist heute ein Blues-Festival, die uns unterstützen, wo wir nachher noch berichten werden. Rocco wird euch heute von Winterwochenende aus der Sächsischen Schweiz berichten und dann noch Leute vorstellen. Die jungen Erwachsenen und gleichzeitig Mitglieder der Shangri-La Development Association sind die erste Generation des Shangri-La Waisenhauses, die nunmehr nach der Schul-, Studien- und Ausbildungszeit selbst die Entwicklung ihres Landes aktiv mitgestalten. Namaste, I'm Mahesh Chowlagan and I'm working as a General Manager in Shangri-La Development Association and I would like to make some progress with the poor and the needy people. So, to empower the needy one, I'm with SDA, that is Shangri-La Development Association. Namaste, I'm Jay Shankar Upadhyay. I'm the chairperson of Shangri-La Development Association. I want to work with SDA to uplift the people who are economically deprived and who don't meet their even the basic needs. Namaste, I'm Jagdishar Upadhyay. Executive member of Shangri-La Development Association. Namaste, my name is Saran Midar. I am an executive member in Shangri-La Development Association. I am involved in Shangri-La Development Association because as a developing country, Nepal needs lots of development. We are in need of great help. So as an able person, as I think I am an able person in some way, I want to help in the development of my country. Ja, hallo, wir sind der AK Leipzig. Wir machen seit 5 Jahren freudvolle Öffentlichkeitsarbeit für Govinda. Und in der letzten Zeit hat sich doch einiges getan und geändert. Ja, okay, jetzt bin ich da. Also seit dem Erdbeben ist unglaublich viel passiert und sind Menschen überall aufgetaucht, die wir bisher nicht auf dem Schirm hatten und die offensichtlich schon lange mit uns in Leipzig gewohnt haben. Und da sind echt viele sehr schöne Aktionen passiert. Zum Beispiel hat uns das Grassi-Museum Leipzig eingeladen, an einem Fokus Nepal teilzunehmen. Oder wir haben Mahnwachen gehabt, wir haben plötzlich Schulen gehabt, die Tombolas für uns veranstaltet haben. Wir haben Infostände gemacht an allen Stadtteilfesten, die man so kennt in Leipzig. Und es geht jetzt im Moment weiter. Ja, also jetzt aktuell heute auf dem Bestbesuch in Leipzig haben wir einen Stand und nächste Woche im Badewärmenrennen sind wir vertreten. Also wir sind eigentlich, immer wenn was los ist in Leipzig, sind wir eigentlich mit dabei gerade und werben für unsere gute Sache. Sogar jetzt im Moment sind nicht wir, aber die anderen vom AK aktiv. Genau, und das ist eine ganz tuchte Truppe und wir freuen uns, dass wir ein bisschen mithelfen können. Genau, AK Leipzig. AK Leipzig. Leipzig kommt. Govinda ist hier mit dabei, kann einen Infostand machen und wir unterstützen Govinda bei dem Wiederaufbauprojekt. Wie sieht es hier aus? Govinda hat bei uns in der lokalen Zeitung einen Artikel veröffentlicht, hat uns alle angesprochen. Es gibt viele in meinem Bekanntenkreis, die öfters in Nepal waren schon. Und wir haben uns einfach das Ziel gesetzt, hier Govinda zu helfen, weil wir das gut finden, das ehrenamtliche Engagement. Und weil wir sicher sein können, dass es direkt dort ankommt. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein Haus zu finanzieren, einen Wiederaufbau. Das ist eine tolle Sache. Und, dieses Projekt heißt Ein Haus und Wiederaufbau sind ca. 4.500 bis 5.000 Euro. Und das wurde hier zusammen mit euren ganzen Gästen quasi spenden. Das Ziel haben wir uns gesetzt, das wollen wir erreichen. Und du hast eine persönliche Bindung auch nach Nepal. Du warst schon öfters hier. Ich war vor 30 Jahren zum ersten Mal in Nepal und seitdem ziemlich regelmäßig. Und hat von Anfang an hauptsächlich die Menschen begeistert. Die Landschaft natürlich, wir wandern gern, aber die Menschen war für uns das hauptsächliche Ziel, das Erlebnis in der Nepal.